Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute in einem etwas sommerlicheren Gewand. Der Sommer ist zurück in Deutschland. Ich habe heute ein neues Video für euch, leider kein komplettes Flugvideo, das kommt demnächst. Ich hatte ein paar technische Schwierigkeiten. Nachdem so viele von euch gewartet haben auf ein etwas mehr advanced How-to-Fly-Video, machen wir das nämlich heute und heute erkläre ich euch den Looping. Ich möchte auch hier nochmal kurz ein bisschen was zur Theorie erzählen. Das meiste werde ich dann aber tatsächlich in einem Voice-Over während des Videos erzählen. Ich hoffe, das funktioniert für euch so ganz gut. Also starten wir direkt mit der Theorie. Heute habe ich leider meinen Fireball nicht dabei, deswegen muss dieser Blattcaddy herhalten. Also das hier ist das Heck, so ist vorwärts. Für den Looping gibt es eigentlich drei Stufen, die ihr können müsst, meiner Meinung nach. Oder das Ganze bewegt sich in drei Stufen. So. Stufe 1 ist, ihr müsst wirklich sicher von links nach rechts in einer akzeptablen Geschwindigkeit an euch schnurgeradeaus an euch vorbeifliegen können. Das ist essentiell wichtig, dass ihr ein Auge dafür entwickelt, was gerade ist. Im Idealfall habt ihr vielleicht auf dem Flugplatz oder auf dem Feld, wo ihr seid, irgendeine Form von einem Weg oder einer Straße oder die Ackerfurchen oder irgendwas, woran ihr euch orientieren könnt, damit ihr nicht schief fliegt, so halb auf euch zu oder halb von euch weg. Probiert das wirklich aus und macht das auch in, sag ich jetzt mal, einer schönen Geschwindigkeit. Also das soll schon auch ein bisschen rennen. Stufe 2 ist dann der Turn. Der Turn sieht folgendermaßen aus. Ihr habt den bestimmt schon mal gesehen. Das ist dann quasi, es wird rasch an euch vorbeigeflogen und dann wird hochgezogen, gedreht und dann geht es wieder runter. Ich muss gerade gucken, dass ich parallel zur Kamera stehe und das für euch auch anständig aussieht. Also hoch, drehen, zurück. Das sieht ziemlich einfach aus. Braucht aber ein bisschen Fingerspitzengefühl und da lernt ihr schon quasi den ersten wichtigen Bestandteil des Loopings, nämlich wie lang ihr Pitch geben müsst und wie stark ihr Nick ziehen müsst. Wenn ihr direkt mit dem Looping anfangt, kann das funktionieren, kann auch nicht. Und wenn ihr die Vorübungen dazu könnt, dann gibt euch das jede Menge Sicherheit. Und ich erkläre euch jetzt, wie diese Vorübung funktioniert. Ich werde es im Video auch nochmal mit einem Voice-Over dazu sagen, aber hier, dass ihr es schon mal gesehen habt, es geht eigentlich nur darum, dass ihr müsst wirklich mit einer guten Geschwindigkeit anfliegen und dann gebt ihr Nick und halt, ihr habt ja Pitch sowieso drin, weil ihr müsst ja die Höhe halten, dann gebt ihr ein bisschen mehr Pitch und Nick, aber ganz, ganz wenig. Ich möchte nicht, dass sowas kommt, so fast eine abgerundete 90-Grad-Kurve, sondern ich möchte, dass das richtig, richtig langsam passiert. Den Pitch lasst ihr die ganze Zeit stehen und erst wenn ihr kurz vor senkrecht seid, dann lasst ihr den Pitch raus, weil sonst würdet ihr euch ja wieder zurückziehen. Also ihr müsst immer dran denken, der Pitch ist quasi ein Pfeil, der nach oben zeigt. Und ihr seht schon, solange wir so sind, zeigt das grob eigentlich immer noch nach oben. Schwierig wird es dann erst ab dem hier, weil dann zieht es euch in die Richtung. Vielleicht könnt ihr mit meinem Wurstfinger euch das so ungefähr vorstellen. Also ganz wichtig ist, ihr müsst ganz langsam nach oben fliegen lernen. Damit zieht ihr den Hubschrauber so richtig schön nach oben und dann hat er ja auch noch eine Massenträgheit. Das heißt, je schwerer euer Heli ist, ich zeige es euch an meinem Kraken, desto länger fliegt ihr, auch wenn ihr den Pitch schon rausgenommen habt, desto länger zieht ihr dann immer noch nach oben und dann macht ihr eigentlich gar nichts. Dann dreht ihr nur noch das Heck, dann lasst ihr ihn runterfallen und dann nehmt ihr genauso quasi rückwärts den Pitch wieder mit rein und Nick natürlich wieder mit rein, um ihn wieder gerade zu ziehen. So, das ist Stufe 2. Stufe 3 sieht dann folgendermaßen aus. Das ist dann der eigentliche Looping. Das heißt, ihr könnt sicher von links nach rechts fliegen, in beide Richtungen. Und ihr könnt den Turn auch auf beiden Seiten sicher. Das ist wichtig, ohne dass ihr ein komisches Bauchgefühl kriegt. So, wenn ihr das jetzt könnt, dann ist eigentlich der Looping gar nicht mehr so weit weg, weil ihr nämlich dann Folgendes macht. Ihr kommt eigentlich mit einer guten Geschwindigkeit an und dann macht ihr genau das, nur dass ihr halt hier nicht aufhört mit Nick geben, sondern ihr zieht mit Nick immer weiter. Und beim Looping ist es wirklich wichtig, dass ihr eine gute Geschwindigkeit habt. Wenn ihr langsam vor euch hin drüppelt, dann werdet ihr spätestens hier irgendwann die Geschwindigkeit verlieren und dann kommt das Ding logischerweise von selber wieder runter. Und was auch wichtig ist, dass ihr ab diesem Punkt den Pitch rausnehmt, weil wenn ihr über den Punkt drüber seid und habt den Pitch noch drin, was passiert dann? Denkt an meinen Wurstfinger, da macht es wusch. Also, der Pitch-Timing ist essentiell wichtig für einen schönen großen Looping. Ich wiederhole nochmal, ihr kommt mit einer recht hohen Geschwindigkeit angeflogen
Und dann macht ihr euren langsames Nick, Pitch, 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 raus. Nur noch Nick, 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 Nick. Und jetzt kommt Pitch wieder rein. Ich mache das bei meinen Flugschülern immer ganz gerne so, dass ich dann mitrede. Das hört sich dann immer an, als hätte ich einen totalen Vollschuss. Aber es hilft ungemein. Und ich werde das auch jetzt in dem Video gleich machen. Also ich wiederhole nochmal. Ihr habt hier eigentlich fast keinen Nick. Bisschen Nick und viel Pitch. Und dann kommt jetzt Nick, Pitch, Nick, Pitch, Nick, Pitch. Nur noch Nick, 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 Pitch, Nick, Pitch, Nick, Pitch, Nick. Hört sich ganz toll an, ich weiß. Klingt absolut wahnsinnig. Aber ich zeige es euch jetzt auch in dem Video nochmal. Heute war mein erster Flug nach 4 Monaten dank Corona. Ich hoffe, ihr entschuldigt, dass es nicht meine schönsten Loopings geworden sind. Aber es geht ja nicht darum, euch zu zeigen, dass ich der perfekte Mensch auf der Welt bin, sondern dass ihr lernt, wie man einen Looping fliegt. Und das hoffe ich, euch damit zeigen zu können. Okay, dann fangen wir an mit unserem Looping-Training. Als allererstes möchte ich, dass ihr trainiert, von links nach rechts zu fliegen. Wie schon gesagt, sucht euch irgendwie einen Anhaltspunkt im Hintergrund, ob es eine Straße ist, irgendwelche Furchen, so wie hier. Probiert einfach, dass ihr von links nach rechts schön geradeaus an euch vorbeifliegen könnt. Was ihr am Ende jeweils macht, ist eigentlich egal, ob ihr da einfach nur den Heli ein bisschen hochhebt, so wie ich jetzt, oder ob ihr eine Kurve fliegt. Ich fliege dann nachher Kurven auf der linken Seite und fliege alles dann rechts. Das ist euch überlassen. Versucht doch vielleicht schon mal, so wie ich jetzt hier am Ende, so ein bisschen den Heli hochzuheben, um ein Gefühl zu kriegen, ob ihr euch damit wohlfühlt. Ansonsten übt das erstmal. Ihr sollt euch wirklich immer gut dabei fühlen. Gerade wenn man den Hubschrauber ein bisschen fallen lassen muss, ist das komisch. Und jetzt probieren wir auf der rechten Seite unseren ersten kleinen Turn. Das heißt, wir fliegen vorwärts und jetzt Nick, Pitch, Nick, Pitch, Nick. Loslassen, runterfallen lassen, Nick, Pitch, Nick, Pitch. Jetzt fliege ich hier zum Beispiel nochmal das Ganze auf der anderen Seite. Das solltet ihr auch auf jeden Fall machen. Jetzt fliegen wir einen größeren. Das heißt, ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Nick, Pitch, Nick, Pitch, Nick, Pitch. Runterfallen lassen. Wichtig ist, wie gesagt, immer die Geschwindigkeit. Deswegen fliege ich jetzt auf der einen Seite zum Beispiel eine Kurve, damit ich nicht so viel Geschwindigkeit verliere. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Jetzt gute Geschwindigkeit. Nick, Pitch, Nick, Pitch, Nick, Pitch, Nick, 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 Nick. Fallen lassen und wieder runter. Das Ganze probieren wir jetzt gleich nochmal. Und ihr seht schon, ich werde jetzt Stück für Stück die Geschwindigkeit immer weiter erhöhen, weil die Geschwindigkeit tatsächlich halt wirklich wichtig ist. Jetzt bin ich ein bisschen schneller. Nick, Pitch, Nick, Pitch, Nick, Pitch, Nick, Pitch, Nick, Nick, Nick. Und runterfallen lassen. Nick, Pitch, Nick, Pitch, Nick, Pitch. Das Ganze machen wir jetzt nochmal. Müsst euch da wirklich rantasten. Also nochmal. Nick, Pitch, Nick, Pitch, Nick, Pitch, Nick, Nick. Und runterfallen lassen. Gut, der war jetzt nicht so groß. Aber ihr versteht das schon. Und jetzt machen wir eigentlich den Looping. Das ist jetzt auch mit der niedrigen Drehzahl, deswegen wird er nicht so riesig. Aber ihr seht schon, das ist eigentlich genau das Gleiche. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Fliege dann dazu den Turn wieder rechts. Anlauf nehmen. Nick, Pitch, Nick, Pitch, Nick, Pitch. Fallen lassen. Und das gleiche jetzt nochmal, aber durchziehen. Also Nick, Pitch, Nick, Pitch, Nick, Pitch, Nick, 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 Nick. Einen kleinen Schubser nach oben. Nick, 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 Pitch, Nick, Pitch. Und wenn ihr das mal raus habt, dann könnt ihr zum Beispiel auch mehrere Loopings nacheinander fliegen, weil ihr dann durch den Abschwung schon wirklich viel Geschwindigkeit habt. Was ich euch jetzt gerade gesagt habe, war, ihr könnt oben am Scheitelpunkt dann auch mal Negativ-Pitch geben, um ihn dann zum Beispiel ein bisschen hoch zu pushen. Aber ich zeige euch jetzt hier das nochmal. Ihr nehmt Anlauf. Nick, Pitch, Nick, Pitch, Nick, Pitch, Nick, 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 kleiner Push, Nick, 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 Pitch, Nick, Pitch, Nick, Pitch. Und das Ganze könnt ihr jetzt so oft machen, wie ihr wollt. Das sollte im Idealfall immer wieder an der gleichen Stelle passieren. Und ihr seht, ich gebe jetzt hier tatsächlich oben noch so einen kleinen Push. Das würde ich euch auch empfehlen, dass ihr das vielleicht im Hinterkopf behaltet. Das gibt euch ein bisschen Sicherheit, falls ihr Geschwindigkeit verliert. Aber das Wichtigste ist eigentlich immer mit Nick immer weiter zu ziehen, weil dann kommt der Hubschrauber auch irgendwann wieder komplett rum. Nicht oben loslassen und oh, er steht, sondern wirklich einfach oben immer weiter durchziehen. Und ihr seht, dann könnt ihr bis ins Unendliche eure Loopings trainieren. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, das Mitsprechen hat euch ein bisschen geholfen. Meinen Flugschülern hilft es auf jeden Fall immer. Und ja, der Hubschrauber ist noch ganz. Alle sind happy und ich hoffe, ihr seid es auch.
Okay, super. Ich hoffe, euer Heli hat die Übung überlebt und ich hoffe, euer Herz auch. Im Idealfall habt ihr jetzt euren ersten, naja, und wenn es nur so eine stehende 9 ist, oder nein, eine 9 nicht, aber wenn es eher sowas geworden ist, ist auch nicht schlimm. Wenn euer Looping so aussieht, dann habt ihr entweder nicht genug Nick oder vielleicht auch nicht genug Geschwindigkeit. Versucht wirklich erstmal, das mit viel Geschwindigkeit zu schaffen und übt dieses Pitch-Timing. Wenn ihr merkt, das geht schön hoch, aber es dauert alles viel zu lange, dann gebt vielleicht mal ein bisschen mehr Nick. Denkt dann aber dran, dass ihr den Pitch anpassen müsst. Nick und Pitch, die spielen immer zusammen. Aber das Wichtigste ist eigentlich immer die Geschwindigkeit. Das ist egal, bei welcher Drehzahl. Ich kann große Loopings mit viel und mit weniger Drehzahl fliegen. Natürlich werden sie mit weniger Drehzahl nicht ganz so groß, aber ihr braucht dafür keine Mörder-Wahnsinns-Kreissägen-Geschwindigkeiten. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, ihr übt fleißig. Ich hoffe, ihr fandet dieses Comeback-Video schön. Ich hoffe, das Wetter hält sich noch ein bisschen so, damit ich nochmal ein anständiges Flugvideo für euch machen kann. Und lasst mich wissen, was ihr denkt. Lasst was in den Kommentaren von euch hören. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis denn!